Gut, dann würde ich anfangen. Ja, ich wünsche erstmal allen einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich sehr, Ihnen heute meine Arbeit der letzten 2 oder auch 13 Jahre vorstellen zu können. Und ja, ich werde heute über nachhaltige Ernährung und in dem Fall vor allem zeitgemäße Ernährungsbildung in der Schule sprechen. Und da vielleicht erstmal ein paar Hintergründe zu meiner Person. Ich setze Bin studierte Ernährungswissenschaftlerin, habe ja eine ganze Weile an der Uni Bonn verbracht bis 2018. Ich habe meinen Bachelor gemacht in Ernährungswissen, dann den Master in molekulare Ernährungswissenschaft. Das sind quasi die ja Ernährungswissenschaftler, die ein bisschen wie die Biomediziner arbeiten, sich angucken, vielleicht auch welche Gene es gibt, welche ernährungsbedingten Erkrankungen, wie die Zusammenhänge da sind, um eben Ernährungstherapie überhaupt möglich zu machen. Und habe dann ein Promotionsprojekt durchgeführt, wo ich mir angeschaut habe, wie verschiedene Ernährungsweisen, und darum soll es eben auch heute gehen, unser Immunsystem ja vielleicht auch attackieren. Das habe ich gemacht bei älteren Personen mit einem Risikophänotyp für das metabolische Syndrom. Das sind ein Zusammenhang zwischen Übergewicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung, diese ganzen Dinge. Und ja, ich habe mir angeschaut, ob ein sogenanntes Western Diet, die westliche Ernährung, das sieht man unten links auf diesem ersten Bild, ein typisches deutsches Frühstück im Vergleich zu einer sogenannten mediterranen Ernährungsweise, wie das Ganze denn direkt nach dem Essen unser Immunsystem beeinflusst. Und im Zuge dessen habe ich mir immer mehr und mehr Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich sein kann, dass ich ja oder dass ich und viele andere Wissenschaftler so viel Zeit damit verbringen, ernährungsbedingte Erkrankungen zu untersuchen, die darauf basieren, dass wir uns in den westlichen Ländern so stark überernähren, fehlernähren. Und ja, habe mich dann mit dem ganzen Thema immer ein bisschen weiter auseinandergesetzt, bin parallel auch an eine Schule gegangen, schon zum ersten Mal während meines Promotionsprojekts, damals noch an eine Privatschule, habe dort Ernährungslehre im Abitur unterrichtet und hatte dort eben auf dem Kernlehrplan auch Nachhaltigkeit. Ja, bis zu dem Punkt war ich mir dem Thema nachhaltige Ernährung selber noch gar nicht bewusst, obwohl ich ja rund schon fast 10 Jahre in diesem Bereich unterwegs war. Hatte ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich hatte immer nur meine eigene Ernährung oder die Gesundheit des Menschen im Fokus, aber eben nicht das gesamte nachhaltige Thema. Das heißt, meine eigene Gesundheit, die Ernährung der anderen Menschen, der Welthunger, die Tierethik und auch die Klimathematik. Und wenn man sich das anschaut, so leben wir heutzutage. Rund 200 Millionen Kinder sind allein jetzt schon mangelernährt. Dann schmeißen wir super viel Essen weg. Ja, wir können auch sehen, dass bei uns in den westlichen Industrienationen immer mehr Menschen krankhaft übergewichtig werden. Und hier haben wir im Gegenzug 120 Millionen fettleibige Kinder in den Industrienationen. Ja, und wenn man sich das nochmal jetzt im Zuge der Pandemie genauer anschaut, ne, die Pandemie Corona, die Zeitungsartikel sind ja voll davon, zwei Pandemien prallen aufeinander. Einmal das krankhafte Übergewicht und zum anderen eben die Covid-Pandemie. Und für mich sieht das immer so ein bisschen aus wie in diesem Film Wall-E. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber das stellt es ja immer ganz schön dar. Wir haben unseren Planeten irgendwie hingerichtet und die Menschen leben irgendwo auf einem anderen Planeten. Und ja, essen munter weiter. Ja, nur wurde hier bei diesem Film leider wurden die Menschen vergessen, die gar nicht die Möglichkeit haben, weil sie nicht in westlichen Industrieländern leben, sich irgendwie zu retten. Und natürlich werden wir es auch nicht schaffen, auf einen anderen Planeten zu gehen. Demnach, ja, wie sieht die Situation aktuell aus? Also man geht davon aus, dass wenn wir unsere bisherigen Ernährungsweisen nicht ändern, wir bis zum Jahr 2050 die Nahrungsmittelnachfrage um rund 50% steigern werden. Die Nachfrage nach tierischen Produkten, also Fleisch, Milch, Eier, Käse, wird sich verdoppeln. Wir erwarten rund 4 Milliarden Menschen, die übergewichtig sein werden und davon 1,5 Milliarden adipös, also wirklich fettleibig. Wir gehen davon aus, dass rund 500 Millionen Menschen immer noch unter Hunger leiden werden. Und wenn wir unsere Lebensmittelverschwendung und unsere unfassbare ja, Nachfrage oder unser unfassbares Verlangen nach tierischem Eiweiß nicht bändigen, dann wird das so weit gehen, dass wir damit eigentlich den gesamten, oder nicht eigentlich diesen gesamten Planeten hinrichten werden, denn das Ökosystem wird komplett aus dem Ruder laufen. Ja, schauen wir uns die einzelnen Unterpunkte mal an, der nachhaltigen an mit dem Welthunger, dann haben wir jetzt schon rund 800 Millionen Menschen, die unter Hunger leiden. Das ist anders gerechnet jeder neunte Mensch. Oder wenn man sich das mal
anschaut, ja, alle 10 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an Hunger. Das sind 8.500 Kinder täglich, umgerechnet 3,1 Millionen Kinder pro Jahr. Wenn man jetzt einfach mal überlegt, wie viel ist denn das so in seiner eigenen Rechnung, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass wir hier in Deutschland ungefähr 11,3 Millionen Kinder leben haben. Ja, und wenn man sich das anguckt, dann ist das ein Vergleich von ungefähr 3,5 Jahren. So, wo leben denn diese Menschen, die stark an Hunger leiden? Das sind natürlich meistens Menschen in Entwicklungsländern. Und das sind auch die Menschen oder das sind die Orte, wo wir unser Essen oft herbeziehen, ob wir zum einen unser tropisches Obst und Gemüse von dort beziehen, was wir eigentlich gar nicht bräuchten, denn wir könnten auch von unserem eigenen Obst und Gemüse hervorragend leben, oder ob wir das Futter für unsere Tiere dort herbeziehen. Das sind jedenfalls genau die Regionen, die wir ihrer Lebensmittel berauben. Und tropisches Obst und Gemüse, ich habe es hier hinten auch stehen. Meins habe ich aber nicht gekauft, sondern das ist das, was die Tafel nicht mehr wollte. Denn ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wir leiden unter einer, ja, wie soll man das sagen, krankhaften Lebensmittelverschwendung. Und es ist jetzt schon so, dass wir 25 bis 30% der produzierten Nahrungsmittel wegwerfen. Wenn man das in die Kalorien berechnet, dann sind es sogar rund 50% dessen, was wir an Kalorien produzieren, schmeißen wir weg. Es sind insgesamt 55 Kilo Lebensmittel pro Deutscher pro Jahr oder 500.000 Tonnen Brot jährlich. Ja, jedes achte Lebensmittel, was wir kaufen, werfen wir weg. Und 10% des deutschen Haushaltsmülls, ja, dabei handelt es sich immer noch um original verpackte Lebensmittel. Das ist einfach unvorstellbar, wie wir mit den Lebensmitteln umgehen, wohingegen anderorts die Menschen verhungern. Ja, und würden wir das Essen, was wir hier in Europa wegwerfen, den Menschen lassen, denen es zusteht, dann könnten wir alle Hungernden auf der Welt ernähren. Ja, das fand ich persönlich schon eine ganz schockierende Aussage, aber es ist noch viel schlimmer. Denn sogar zweimal. Ja, jetzt gucken wir uns mal unsere eigene Gesundheit an. Was tun wir uns selber denn an mit unserer westlichen Ernährungsweise, mit dem hohen Konsum von zuckerverarbeiteten Produkten und tierischen Lebensmitteln? Hier haben wir mal ein Bild, was einfach das Auftreten, die Prävalenz von Übergewicht, also einem BMI über 25 in verschiedenen Ländern zeigt. Und man kann sehen, von 2002 bis 2010 das Ganze schon stark zugenommen und natürlich auch noch weiter. Wir haben in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Übergewichtigen weltweit verdoppelt. Und ja, das Ganze hat eine steigende Tendenz. Ja, eine Abnahme ist irgendwie nicht zu sehen. Vielleicht kommt das Ganze jetzt durch Covid, aber bisher war das noch nicht der Fall. Ja, und wenn man sich das mal in Deutschland anguckt, dann sieht man das auch ganz gut, ne? Übergewicht, also ab einem BMI von 25 aufwärts, da haben wir schon ein Auftreten bei 30-Jährigen von 62% und dann ab 40-Jährigen von rund 70% und auch da wieder nach oben hin steigend. Ja, und dieses Übergewicht, das ist nun halt nicht nur etwas, was uns optisch belastet, sondern etwas, was unseren ganzen Körper belastet. Das steht in Zusammenhang mit vielen anderen Erkrankungen, wie eben unter anderem Diabetes, Bluthochdruck, zu hohen Cholesterinwerten, die dann wiederum nachfolgend Herzinfarkt, Schlaganfall führen können oder auch mit manchen Krebserkrankungen in Verbindung stehen. Ja, zum anderen ist es aber so, durch den hohen Konsum an tierischen Produkten führen wir uns auch über diese Lebensmittel eine hohe Menge an Antibiotika hinzu. Ich denke, jedem ist das bewusst. Es sind rund 75%, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr der Antibiotika, die wir hier in Deutschland produzieren, die wir an unsere Tiere verfüttern und die wir dann wiederum mit den tierischen Produkten aufnehmen. Und Deutschland ist Spitzenreiter in der Produktion von Antibiotika. Es sind aber nicht nur die Antibiotika, es sind ja auch zusätzlich noch ja, Sexualhormone, Masthormone, Ackergifte, alles das, was eben noch an die Pflanzen oder auf die Pflanzen gegeben wird, die die Tiere dann später verzehren. Und all diese ganzen Stoffe nehmen wir eben mit den tierischen Lebensmitteln auch zu uns. Ja, dann gibt es auch noch die sogenannten Zoonosen, die sich auch auf unsere Gesundheit auswirken können. Wer das nicht weiß, Zoonosen sind Erkrankungen, die vom Mensch auf den Tier oder von Tier auf den Mensch übertragen werden können. Die waren bei uns bisher noch gar nicht so im Fokus. Die bedeutendsten oder bekanntesten zoonotischen Erkrankungen waren bisher immer die Campylobacteriose und die Salmonellose. Ja, Salmonellen, denke ich, ist den meisten Leuten ein Begriff, zumindest schon aus der Kindheit. Beim Softeis war es bei mir immer der Fall.
wo man aufpassen musste, oder auch wenn man irgendwo in einer lebensmittelverarbeitenden Einrichtung tätig ist, muss man darauf achten, dass man verschiedene Bretter benutzt, dass man alles sauber hält, dass man alle Infektionsherde ausschaltet, und dass man die tierischen Lebensmittel nicht zusammen mit den pflanzlichen Lebensmitteln verarbeitet. Durch ein gutes Monitoring konnten wir es schaffen, die Salmonellose in den letzten Jahren einzudämmen. Aber was ist passiert? Und das ist eine Sache, die uns alle betrifft. Und zwar, ja, Corona, Covid-19, denn auch bei Covid handelt es sich um eine Zoonose, also nochmal eine Erkrankung, die vom Mensch auf den Tier oder von Tier auf den Mensch übertragen werden kann. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Alarmzeichen, dass wir es mit dem Konsum dieser tierischen Produkte massiv übertrieben haben. Denn was wir tun, wir halten die Tiere, die ja eigentlich schon gar nicht mehr als solche bezeichnet werden können, diese Nutztiere, wir verdrängen durch den Anbau von Lebensmitteln, von Pflanzen, die wir den Tieren füttern, verdrängen wir die Wildtiere aus den natürlichen Lebensraum. Wir drängen sie immer weiter zurück. Und es war eigentlich klar oder abzusehen, dass das irgendwann zurückschlägt. Denn ja, das ist auch ein Teil des Klimawandels, des fortschreitenden Prozesses. Der Klimawandel, der kommt ja nicht erst, wir befinden uns schon mittendrin. Und so ist es eben auch so weit gekommen, dass wir jetzt ja alle unter Covid leiden oder unter diesen Folgen dieser Erkrankung. Und ja, um sich erstmal zu verdeutlichen, inwieweit wir diesen Raubbau wirklich ja, massiv bis auf die Spitze getrieben haben. So Durchschnittsdeutscher oder Deutsche, die essen im Leben 1094 Nutztiere. Das wurde berechnet auf 80 Jahre Lebenserwartung, soweit ich das weiß. Zum Beispiel 945 Hühner, 46 Puten, 46 Schweine, 37 Enten, 4 Schafe und 4 Rinder im Leben. Ja, und jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, Tiere haben wir ja schon immer gegessen, aber das mit der Massentierhaltung, das ist alles nicht so ganz hervorragend. Aber ich esse ja Bio. Das ist auch immer so eine Sache, wo man sich Gedanken machen sollte. Oder gehen wir erstmal nochmal einen Schritt davor. Nehmen wir die Tierschutzverordnung oder auch das Tierwohl-Label, was ja Frau Klöckner eingeführt hat. Dann macht der ein oder andere sich ja ein gutes Gewissen, indem man sagt, ja gut, ich nehme halt nicht irgendwie Haltungsform 1, sondern 2 oder 3. Außenklima hört sich ja schon mal ganz gut an, aber auf dem unteren Bild, da kann man sehen, was das eigentlich in Wirklichkeit bedeutet. So hat das Tier, welches drin gehalten wird, in der Haltungsform 1 Stallhaltung, nicht mal einen Anspruch auf Tageslicht oder sonstiges hat eine Fläche von 0,75 Quadratmetern zur Verfügung. Jetzt haben wir Stufe 2. Wie gesagt, der eine oder andere sagt, hey, das ist doch schon viel besser, ich mache doch was fürs Tierwohl. Der einzige Unterschied besteht eigentlich wirklich nur darin, dass das Tier 20% mehr Fläche zur Verfügung hat. Das ist in dem Fall statt 0,75 Quadratmeter eben 0,9 Quadratmeter. Wenn man sich das mal so verbildlichen möchte, dann ist das ungefähr die Fläche von so einem Blatt Papier. Ja, das hat das Tier dann mehr. Da kann man jetzt nicht da wirklich von sprechen, dass das Tierwohl da gesteigert wurde. Ja, bei der nächsten Stufe hat das Tier dann schon Außenklima, Haltungsform 3. Außenklima hört sich erstmal gut an, bedeutet aber einfach nur, dass irgendwo in dieser Halle, in der die Tiere da zusammengepfercht sind, ein Kippfenster sein muss. Und dann ist eben schon Außenklima vorhanden. Das ist so ein bisschen wie wenn wir in einem vollbesetzten Zug sitzen und irgendwo am Ende des Waggons ist irgendwo ein kleines Fenster auf. Wir fahren aber trotzdem durch den dunklen Tunnel und es ist trotzdem stickig und viel zu voll und viel zu eng, aber eben Außenklima. Genau, und dann nach Premium. Da hat das Tier genau Anspruch, ein bisschen davon rauszugehen. Aber letzten Endes kann man da nicht von einer ja, artgerechten Haltung sprechen. Und was heißt schon artgerecht? Artgerecht ist eigentlich für Lebewesen immer nur die Freiheit. Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, wie wir uns seit einem Jahr, egal wie groß die Wohnung ist, wir wollen raus, wir wollen unser Leben leben und den Tieren geht es nicht anders. Ja, schauen wir uns jetzt mal die Auswirkungen unserer Ernährung auf das Klima an. Dann ist das wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend, wie stark unsere Ernährung das Klima
beeinflusst. Es ist immer wieder interessant, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass die Ernährung vielleicht gar nicht so wichtig sei. Gerade in der For Future-Bewegung vermisst das Thema auch immer noch sehr. Es wird zwar schon von Bio-Anbau gesprochen und regional und saisonal, aber gerade die Thematik der tierischen Produkte, die wir verzehren, die sitzt immer noch zu weit im Hintergrund. Woher das kommt, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber erstmal können wir sehen, dass 21% der Treibhausgase über unsere Ernährung entstehen und 44% davon eben bei der Erzeugung tierischer Lebensmittel anfallen. Gucken wir uns das mal an, das Paradebeispiel, das haben die meisten sicherlich schon gehört, ne? Fleisch stört eben doch irgendwie das Klima und Rindfleisch ist immer das Paradebeispiel. Hier kann man das ganz gut sehen. Ein Kilo Rindfleisch erzeugen 13,3 Kilogramm CO2-Emissionen. Das ist ungefähr so viel, als würde ich 70 Kilometer mit dem Auto fahren oder 369 Kilometer mit dem Zug. Ja, und da kann man sich dann schon mal überlegen, was es für einen Sinn hat, wenn ich sage, ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit, esse dann eben aber vielleicht doch ein kleines bisschen Fleisch. Und ob es jetzt Bio ist oder nicht, das macht in dem Fall ja auch keinen Unterschied. Hat keinen marginalen. So, aber noch viel extremer und ich fand das persönlich für mich eine Erkenntnis, die musste auch ich erstmal verdauen, denn auch ich hatte von den Auswirkungen meiner Ernährung auf das Klima bis vor 2 Jahren überhaupt keine Ahnung. Ich habe immer gerne viel tierische Produkte konsumiert. Und dann nehmen wir mal die Butter. Ja, wir waren bei 13.300 für das Rindfleisch und sind bei 13,3 Kilogramm CO2-Emissionen bei dem Rindfleisch, sind dann aber bei Butter bei 23,8 Kilogramm. Wie kann das sein? Ja, Butter, ne, wird immer wieder unterschätzt, aber man muss sich überlegen, was ist Butter? Butter ist das reine Fett oder fast das reine Fett aus der Milch. Und um ein Kilo Butter zu bekommen, brauchen wir 25 Liter Milch. Und demnach hat Butter auch eine enorme CO2-Bilanz. Und selbst wenn ich sage, das kleine Stück Butter, das macht überhaupt nichts aus, doch es hat einen riesigen Effekt. Denn es ist eben Butter und Butter hat eine enorme CO2-Bilanz. Demnach reicht es einfach nicht zu sagen, wir sparen beim Fleisch, sondern wir müssen uns ganz klar machen, dass alle tierischen Produkte einen enormen Effekt auf unsere CO2-Bilanz haben. Wenn wir uns das mal hier anschauen, hier ist nochmal ein Vergleich. Hier kann man sehen, Butter, Rindfleisch, ne, im Vergleich zum Autofahren. Das nochmal schön angegeben. Dann kommt auch schon Käse, Pommes. Ja, das ist auch immer so eine Sache, muss ich sagen. Mittlerweile, ich esse ja selber nur noch Pflanzen. Ja, Pommes, die sind rein pflanzlich, aber Tiefkühlpommes, die haben es in sich, weil die geschockgefroren transportiert werden, am besten noch in Plastiktüten. Also sollte man in dem Fall auch einfach sagen, man macht es selber, man macht irgendwelche Ofenkartoffeln, aber Tiefkühlpommes sind ein absoluter Klimakiller. Und dann kommen wir wieder weiter zu Fleisch, zu Käse, zu Milch. Also egal, wie man es dreht und wendet, möchte man klimaschonend leben und möchte man wirklich einen Beitrag zu einem Klima, ja, zu einem, einen Beitrag dazu leisten, diesen Planeten zu retten, dann sollte man sich ganz bewusst machen, dass man die tierischen Produkte am besten komplett vom Tisch verbannen sollte oder aus dem Kühlschrank. Ja, im Vergleich dazu, Linsen und Erbsen, viel, viel weniger. Das hatten wir gerade bei den bei der Butter um die 23. Ein Kilo Linsen hat einen Wert von 0,61, ein Kilo Erbsen einen Wert von 0,78. Vergleiche ich das mit dem Rindfleisch, 13,3. Es ist auch eine enorme Diskrepanz. Und ja, was liefern uns Erbsen und Linsen? Die liefern uns Eiweiß. Was brauchen wir zum Leben, für unsere Muskeln, für unseren gesamten Körper? Deswegen machen sich ja auch viele Leute immer Sorgen, wie könnte das laufen, wenn sie auf die tierischen Produkte verzichten. Und hier kann man nur sagen, Linsen, Erbsen haben ein Eiweißgehalt von rund 26 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Das entspricht genau derselben Menge von Fleisch. Die Verwertbarkeit ist nicht ganz so hoch, aber ja, wir können das trotzdem auf jeden Fall gut kompensieren. Und der Unterschied zur CO2-Bilanz ist einfach enorm. Ja, der nächste Effekt unserer Ernährung auf das Klima, natürlich die Abholzung, denn das Futter, was wir den Tieren füttern, das muss auch irgendwo angebaut werden und dafür brauchen wir Landflächen, um Landflächen zu schaffen, denn dazu komme ich gleich noch, wir brauchen sehr, sehr, sehr viele
sehr viel Fläche, um überhaupt unsere Tiere zu füttern. Was machen wir deshalb? Wir gehen am liebsten in den Regenwald und holzen den ab. Was wollte eigentlich der Regenwald normalerweise tun? Oder überhaupt jede Art von Wald sollte CO2 binden. Dafür sind die Pflanzen da, um CO2 zu binden und um Sauerstoff zu spenden. Aber stattdessen, was machen wir? Wir holzen den Regenwald ab. Bei dieser Abholzung, bei der Verbrennung wird CO2 frei. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen sollten. Jetzt ist die Frage, na gut, wie groß ist denn die Auswirkung von tierischen Lebensmitteln auf das Abholzen? Und dazu würde ich gerne einmal den sogenannten Veredelungsverlust erklären, denn das ist etwas, was mir persönlich lange, lange Zeit nicht bewusst war. Ich hätte gerne das irgendwie mal in der Schule gelernt, mit einem Grund, warum ich das jetzt tue, was ich tue. Denn ich denke, wenn die meisten Menschen darüber bewusst Bescheid wüssten, wenn sie das gelernt hätten, dann würde man sich doch über den Konsum von tierischen Lebensmitteln noch viel mehr Gedanken machen. Und noch ein ganzes Mal mehr überlegen, ob man diese Sachen denn essen möchte. So, was füttern wir den Tieren? Wir füttern den Tieren Dinge, die wir selber essen könnten. Das sind zum Beispiel zum Hülsenfrüchte, Getreide, Kartoffeln, also alles Lebensmittel, die wir eben selber auch essen könnten. Oder wir geben das eben unseren Nutztieren. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Tiere diese Lebensmittel essen, um uns dann wiederum mit tierischen Produkten zu versorgen. Also die Kuh isst natürlich keine Kartoffeln, damit sie für uns Fleisch wird, oder die isst auch keine Hülsenfrüchte, damit sie uns Milch liefert, sondern die isst das erstmal zur eigenen Lebenserhaltung, genauso wie wir zur eigenen Lebenserhaltung essen. Und deswegen verbraucht das Tier auch Energie zu dieser Lebenserhaltung, und das ist Energie, die wir nicht mehr nutzen können. Und das kann man sich so vorstellen: gebe ich der Kuh jetzt 5 Säcke Futter, dann wird die Kuh den ersten Sack veratmen. Denn Atmung ist anstrengend, das verbraucht Energie und somit verschwindet schon mal ein Sack. Den zweiten Sack wird die Kuh benutzen, um zu denken. Wir wissen alle, wie anstrengend Denken ist. Und stellt man sich jetzt vor, unter welchen Bedingungen diese Tiere leben und was die denken, das wollen wir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht wissen. Würden wir das wissen, würden wir das hören können, dann, ja, dann glaube ich, würden wir mit vielen Dingen schon gar nicht mehr umgehen können. Aber es einmal dahingestellt. Ja, ein zweiter Sack geht eben für das Gehirn drauf. Der dritte Sack, der wird verbraucht für die Ausbildung von Knochen, Knorpel und Sehnen, denn auch das sind ja Bestandteile des tierischen Körpers, die wir aber nicht essen können. Und der vierte Sack, der wird verbraucht für den Stoffwechsel, also damit überhaupt der ganze Körper funktioniert. Ja, und somit bleibt am Ende von diesen 5 Säcken nur ein Sack übrig. Ein Sack, den wir in Form von tierischen Produkten wie Fleisch, Eier, Milch, Käse auf unserem Teller ja, dann letzten Endes haben werden. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass diese anderen 4 Säcke, die vorher noch da waren, die auch genutzt hätten werden können, um Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Und ich habe es ja vorhin angesprochen, wir nehmen den anderen Menschen das Essen weg, denn dieses Essen muss irgendwo angebaut werden. Und das können wir nicht auf unserem eigenen Land. Warum können wir das nicht? Das zeige ich jetzt mal nachfolgend. Ich habe hier mal einen Vergleich gemacht. Wenn wir zum einen sagen würden, wir essen eben ja einen Burger mit einem tierischen Patty, oder wir entscheiden uns doch für einen ja, Linsenburger-Patty, dann hat das einen enormen Unterschied oder ganz andere Auswirkung auf die Ressourcen, die wir verbrauchen. Denn durch die 5 Säcke mehr, die wir benötigen an Futter, brauchen wir auch 5-mal mehr Land. Ja, und dieses 5-mal mehr Land, das haben wir nicht auf unserem eigenen, also in Deutschland, wir können, so viel Land haben wir nicht. Würden wir alle pflanzliche Produkte essen, könnten wir uns auf unserem eigenen Land oder von unserem eigenen Land versorgen. Wir könnten uns alle ernähren, wir würden alle satt bekommen. Weil wir das aber eben nicht tun, müssen wir irgendwo anders hingehen. Wir müssen eben dorthin gehen, wo Menschen hungern. Wir holzen den Regenwald ab, wir bauen da unser Futter an. Aber nicht nur das. Wir brauchen auch 5-mal mehr Wasser, denn das Ganze muss ja auch irgendwie bewässert werden. Und wir sprechen immer davon, Ressourcen zu sparen, Landflächen zu sparen, Wasser einzusparen, weniger zu duschen, was auch immer. Aber das hat überhaupt alles gar keinen Wert, wenn wir zu tierischen Produkten greifen. Nur mal so als Vergleich, ein so ein kleiner dünner Burger-Patty von so einem McDonald's-Burger, der braucht Wasser wie ungefähr 2 Monate duschen oder 6 Monate die Toilette benutzen.
Und deswegen ist einfach meiner Meinung nach gar keine Option zu sagen, ich spare an jeglichen Punkten ein, wenn ich weiterhin tierische Produkte konsumiere. Dann funktioniert das mit dem Klimaschutz eigentlich nicht. Das funktioniert einfach nicht und dann machen wir uns selber was vor. Ja, und wenn man dann wieder guckt, wir haben, wie vorhin genannt, diese 200 Millionen hungernden Menschen, Kinder auf der Welt und wir selber essen uns wirklich krank mit dem, was wir essen, dann macht das alles noch viel, viel, viel weniger Sinn. Ja, genauso holzen wir eben den Regenwald ab oder andere benötigen andere Flächen und das ist alles überhaupt gar nicht zielführend, was wir dann machen. Ja, und das Schöne ist ja, die Ernährung hat von unserem persönlichen CO2-Fußabdruck oder an unserem persönlichen CO2-Fußabdruck einen Anteil von 35%. Das heißt, das ist eine ganze Menge. Es macht ja auch total Sinn, denn das Erste, was wir überhaupt machen, ne, wenn wir auf die Welt kommen, leben, wir essen. Wenn wir gar kein Geld mehr haben, werden wir auch unser meistes Geld für Essen ausgeben. Erst wenn wir zu Wohlstand kommen, dann können wir Geld für andere Dinge ausgeben und für zum Beispiel Wohnen, Konsum, was auch immer, Mobilität. Das ist alles Luxus. Aber gehen wir jetzt mal dahin, dass manche Menschen weniger zur Verfügung haben als wir hier in den westlichen Ländern, dann ist der Anteil der Ernährung am persönlichen Fußabdruck sogar noch viel, viel höher als 35%. Und das Schöne ist, es ist etwas, was wir direkt ändern können, jeden Tag, denn dreimal am Tag mindestens essen wir und dreimal am Tag können wir demnach auch die Entscheidung treffen, was wir essen. Wir können mit jedem Kassenzettel können wir direkt für oder gegen das Klima abstimmen, für oder gegen Welthunger, für oder gegen meine eigene Gesundheit, für oder gegen das Tierwohl. Und das muss sich jeder bewusst machen. Jedes Mal, wenn ich esse, entscheide ich mich dafür oder dagegen. Das heißt aber nicht, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man es bisher anders getan hat. Man kann jedes Mal aufs Neue entscheiden und man hat jeden Tag die Möglichkeit zu sagen, ich mache es ab heute anders. Ja, und wenn man das macht oder wenn wir alle das machen würden, wollen, werden, das sollten wir tun, um das Klima auch zu schützen, dann könnten wir eine ganze Menge bewegen. So sagt der IPCC-Bericht von 2019, dass wenn wir unseren Fleischkonsum allein schon reduzieren und die Lebensmittelverschwendung ebenfalls, dann könnten wir jetzt schon 67 Millionen Tonnen an Treibhausgasen pro Jahr in Deutschland einsparen. Das sind 2,3 bis 9,6 Milliarden Tonnen weltweit. Und was ich eine sehr bezeichnende Aussage finde, die ist vielleicht viel greifbarer als eine Angabe von Mengen an CO2 und Treibhausgasen. Wenn wir jetzt unsere Ernährungsweise ändern, können wir heute schon jedes Jahr 11 Millionen Menschen das Leben retten. Und das ist eine Sache, die möchte ich nochmal ganz klar hervorheben. Wir betreiben Raubbau an der ganzen Welt. Wir zerstören den Planeten, wir machen uns selber krank und wir sind dafür verantwortlich, dass andere Menschen verhungern. Ja, und 11 Millionen Menschenleben, ich habe es mir jetzt mal angeguckt, seit dem Beginn der Covid-Pandemie sind insgesamt 2,8 Millionen Menschen an Corona verstorben. Im Vergleich zu diesen 11 Millionen Menschen jedes Jahr sind das 25%. Ja, und wenn wir uns damit doch so befassen, wie wir die Leben retten der Menschen und wenn sich alles nur noch darum dreht und es seit über einem Jahr kein anderes Thema gibt als Corona, wie können wir dann ignorieren, dass wir viermal mehr Menschenleben jedes Jahr auf dem Gewissen haben als die Anzahl der Menschen, die jetzt schon an der Pandemie verstorben sind? Ja, deswegen ist Ernährung die beste Möglichkeit, mit einem einzigen Hebel sowohl die Gesundheit als auch die Umwelt nachhaltig zu stabilisieren. Und somit kann man sagen, ja, Lebensmittel können Medizin sein für die Menschen, für die Tiere und für den Planet. Ja, und da würde ich das Wort können eigentlich durch, würde ich gerne mal streichen, denn letzten Endes ist es einfach so. Das sind die Fakten und wir sollten einfach oder wir müssen anfangen, unsere Ernährungsweise zu ändern. Ja. Deswegen habe ich mir vor knapp 2 Jahren gedacht, für mich ging das so nicht weiter. Ich hatte das Gefühl, ich sitze irgendwie am falschen Hebel, an der falschen Seite. Natürlich ist es super wichtig, Studien zu machen für Menschen mit ernährungsbedingten Erkrankungen, aber es ist doch vor allem ganz wichtig, dass wir
dafür sorgen, dass unsere Kinder was Neues lernen. Auch ich habe es eben so nicht gelernt. Und für mich war das auch ganz schwer, das zu akzeptieren, dass es so ist, dass ich mein Leben lang in dieser Blase gelebt habe. Aber noch viel wichtiger war für mich, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder was Vernünftiges lernen. Und schaut man sich mal das Schulgesetz an in NRW hier, ich lebe ja in Köln, dann steht dort, die Schule fördert die Entfaltung der Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidung und Handlung und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, also die Gesundheit, na, das heißt das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt. Bedeutet doch übersetzt, dass die Kinder und alle die Informationen bekommen müssen, damit sie in der Lage sind, eben auch genau klar diese Entscheidung zu treffen. Und dazu gehört zum Beispiel so etwas wie das Wissen über einen Veredelungsverlust. Ja, oder das Wissen darüber, wie die Ernährung, die wir hier praktizieren, sie und andere krank macht. Oder auch das Bewusstsein dafür, was wir eigentlich den Tieren antun. Denn es sollte nicht selbstverständlich sein, dass wir andere Lebewesen ja unter uns stellen. Dazu komme ich gleich noch. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, was können die Schulen denn machen? Das wurde ja am Anfang schon gesagt. Das Schulessen ist in der Regel noch ziemlich schlecht und ich höre das immer wieder. Ja, wir müssen das Schulessen umstellen. Die Kinder mögen das Essen in der Schule irgendwie nicht. Wir müssen es gesünder gestalten. Aber auch das ist eine Sache, die ja letzten Endes schon seit 30, 40 Jahren probiert wird. Also wir haben jetzt eine riesige Aufgabe vor uns, weil wir haben es schon nicht geschafft, 30, 40 Jahre eine vernünftige gesundheitsförderliche Ernährung in die Schulen zu bringen. Wir haben es probiert, gesundes Essen in die Schulen zu bringen. Und jetzt soll es nicht nur gesund sein, sondern es soll auch noch nachhaltig sein. Es soll dazu führen, dass wir nicht andere Menschen, Tiere oder den Planeten ausbeuten. Und jetzt müssen wir diesen gesamten riesigen Berg auf einmal schaffen. Ja, jetzt von den einfachen Gedanken, okay, was kann man denn so machen? Fangen wir erstmal bei den Basics an, Verpackungsmüll. Ja, das ist für jeden greifbar, das denken die meisten Leute, habe ich auch mit angefangen. Wir reduzieren mal unseren Verpackungsmüll, weil natürlich wir viel zu viel Plastik haben. Wie kann man das machen? Indem man loses Obst und Gemüse anstelle von verpackten, hochverarbeiteten Snacks anbietet in der Schule, genauso Wasserspender in allen Fluren, anstatt Durstlöscher, Capri-Sonne und Co. Ist besser für die Gesundheit, aber eben auch spart unglaubliche Mengen an Plastik. Wir sollten kein Einwegbesteck haben, sondern Trinkflaschen und Essensboxen für alle Schüler direkt bereitstellen, am besten über das Land, direkt an die Schulen, an die Schüler bei der Einschulung, dass jeder sein eigenes Equipment hat. Und wir können auch von den seitens der Schulen Kooperationen mit regionalen Obst- und Gemüsebauern eingehen, wo wir vielleicht Lebensmittel herbekommen, die dort einfach abfallen zu günstigeren Preisen oder eben auch andersrum mit Obdachlosenhilfen oder anderen Einrichtungen, wo Lebensmittelreste hingegeben werden können, um ja einfach die Verschwendung einzusparen. Wir können natürlich auch dafür sorgen, und das ist ganz wichtig, dass wir eine angenehme Ernährungsumgebung schaffen, denn die meisten Schulbistros, Mensa, Kantinen, das ist einfach nicht schön, das betrifft aber nicht nur die Schulen, es betrifft auch sonst meistens ja wie nennt man es, Essenseinrichtungen, auch in Firmen, Unternehmen, wie auch immer. Denn ja, wenn ich mich nicht wohlfühle beim Essen, dann weiß ich mein Essen auch nicht zu schätzen, deswegen sollte ich für eine angenehme Ernährungsumgebung sorgen, mit angenehmen Esszeiten. Dazu komme ich aber gleich noch. Essplatzgestaltung. Es sollte schön sein, die Kommunikation sollte funktionieren, denn alles das steigert eben die Qualität oder mein Wohlfühlempfinden und demnach auch meine Bereitschaft, Sachen auszuprobieren. Im Hauswirtschaftsunterricht für Gesamtschulen, die das ja anbieten, leider ist das ja an allen anderen Schulen gar nicht der Gang. Könnten wir die Küchenzeilen nicht irgendwie nebeneinander bauen, sondern so L-förmig mit einer Kücheninsel in der Mitte, wo der Lehrer direkt sich drehend, rotierend mit allen Schülern gleichzeitig agieren kann oder auch in der Mitte was präsentieren kann und natürlich auch das angemessene Hinrichten von Arbeits- und Essplätzen wäre wichtig. Ja, ansonsten ein vielfältiges, ausgewogenes Essensangebot ist auch wichtig, dass man nicht immer nur dasselbe hat. Wer weiß es vielleicht als Kind, der Spinat in der Schule oder in der Ferienfreizeit war vielleicht komisch hergerichtet und deswegen mochte man den so nicht und hat das dann sein Leben lang abgelehnt. Irgendwann doch gemerkt, man mag es in einer anderen Version. Man mag es vielleicht frisch als Salat, wie auch immer. Ansonsten sollten natürlich auch ja, Lebensmittel einfach variieren.
nicht nur in der Nachhaltigkeitsform, sondern auch da einfach darauf geguckt werden, dass wir mehr klimaschonende Lebensmittel auch in den Schulen anbieten. Frisches Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, pflanzliche Öle, Pflanzendrinks, Puddings und so weiter. Ja, das klingt jetzt erstmal alles sehr gut. Würde mir das jetzt jemand so erzählen, würde ich sagen, ja, das probieren wir doch alles schon ewig, das funktioniert doch nicht und das ist auch etwas für privilegierte Schulen und wie soll das funktionieren? Natürlich kann ich Obst und Gemüse anstatt von Snacks anbieten, aber das werden die Kinder eh nicht machen. Die gehen dann zum Kiosk vor der Tür und genau das ist der Fall. Denn was ganz klar ist, wir können nichts umsetzen, was die Konsumenten nicht wollen. Und das ist genauso draußen, überall, als auch in der Schule. Wenn die Kinder von sich aus kein Bedürfnis haben, ihre Ernährungsweise zu ändern, dann werden sie es nicht tun. Warum soll ein Kind von sich aus Haferkekse essen, wenn es auch ein Snickers haben kann? Oder warum soll ein Kind von sich aus die veganen Falafel nehmen, wenn nebenan der Gyros-Teller steht? Da gibt es keinen Grund erstmal für das Kind. Wir alle wollen irgendwie, haben immer das Gefühl, dass etwas weggenommen wird, auch den Kindern. Deswegen ist das für mich meiner Meinung nach die Grundlage für jede Art von Ernährungswende, die wir brauchen, um überhaupt eine Ernährungswende zu realisieren, ist die Ernährungsbildung in der Schule und zwar in allen Fächern. Denn nur wenn alle wissen, was ich gerade eben angeschnitten habe und noch Dinge darüber hinaus, dann entscheide ich vielleicht von mir aus, dass ich etwas anfangen möchte, weil ich weder mir noch anderen Menschen noch den Tieren noch dem Planeten durch mein Essen schaden möchte. Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Warum haben wir das bisher nicht geschafft? Das liegt einfach daran, dass Essen und Ernähren zwei ganz verschiedene Dinge sind. Essen läuft emotional ab, Ernähren rational. Was meine ich damit? Wir wissen schon, dass wir uns gesund ernähren sollen und es fällt ja auch uns Erwachsenen schwer. Es ist ja nicht nur ein Problem, was bei Kindern und Jugendlichen auftritt, sondern bei der gesamten Gesellschaft. Ansonsten hätten wir ja nicht so viele ernährungsbedingte Erkrankungen. Und Essen ist, das ist logisch. Das machen wir. Wir wissen vielleicht so und so viele Kalorien. Wir wissen auch, ich sollte öfter mal Äpfel essen und weniger zu McDonald's gehen. Aber ja, Ernähren ist eben nicht Essen. Ernessen ist emotional geprägt. Und jeder kennt das vielleicht, wenn ich an einem schönen Sommertag draußen bin, die Sonne scheint. Wenn es mir so richtig gut geht, dann will ich eben noch ein Eis. Ja, warum will ich das? Es liegt einfach daran, dass ich als Kind schon emotional geprägt wurde in Kombination mit meinem Essen, weil Mama mich im Arm hatte und es war so richtig schön warm und kuschelig und ich habe dann mich richtig wohl gefühlt und dann kam noch so ein Schluck Milch, schön süße Milch, während sie mich anlächelt, dann war ich glücklich. Und denselben Effekt habe ich eben heute, wenn ich mir ein Eis hole bei einem schönen Sommertag. Und wenn es mir nicht so gut geht, ich traurig bin, dann mache ich das eben genauso, um mir diese Glücksgefühle zu holen. Wir essen aus gesellschaftlichem Druck, wir essen aus Langeweile und das hat nichts mit dem Lernen zu tun und deswegen ist es so super schwer, da zu intervenieren. Ja, was mache ich also, wenn ich selber die Ernährung in der Schule ändern möchte, wenn ich etwas daran ändern möchte, wie die Kinder essen, dann muss ich erstmal meine eigene Ernährungsweise überdenken. Denn ja, wir können nichts den Kindern vermitteln, was wir selber nicht tun. Die Kinder werden darin keinen Sinn sehen. Was hat schon zu Hause am Essenstisch nicht funktioniert? Wenn dem Kind der Brokkoli hingetan wird und Mama isst selber was anderes, dann sieht das Kind keinen Sinn. Das heißt, wir müssen Vorbilder sein, wir müssen eine Vorbildfunktion wahrnehmen. Anders funktioniert es nicht. Da machen wir uns was vor, wenn wir denken, die Kinder wären die Ersten, die durch diese Ernährungswende gehen müssen. Ja, und da kann ich nur sagen, das hört sich jetzt natürlich von mir so an, als wäre das schwierig vielleicht, aber ich kann nur sagen, das geht. Das ist ein Bild von mir. 1995 war ich 9 Jahre alt. Ich habe ja gesagt, ich habe sehr gerne viel tierische Produkte gegessen. Und ja, so das Ganze ging bei mir so weit, dass ich mit 9 Jahren im Olympiastadion zu einer Sportveranstaltung eingelaufen bin mit einem Schild, auf dem ich mir gewünscht habe, dass wir Bockwurst für eine Mark bekommen. Ich habe mir Massentierhaltung gewünscht. Wenn man das jetzt mal so im Nachgang betrachtet, wusste ich natürlich nicht. Ich wollte soziale Gleichberechtigung, denn wir hatten nicht viel Geld und meine Mama hat immer gesagt, wenn die Wurst eine Mark kostet, dann kaufe ich die öfter. Zusätzlich fand ich es sehr traurig, dass die Dinosaurier ausgestorben waren. Ich hätte gewünscht, die hätten das mit dem Klimawandel irgendwie hinbekommen. Demnach war das meine erste Demo, auch meine einzige bis vor 3 Jahren. Und ich kann nur sagen, man kann sich ändern. Ja, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel tierische Produkte gegessen und wenn man sich das anschaut, ja, gegipfelt ist es darin, dass ich als Mettbrötchen ein Karnevalversteiger durch die Stadt gelaufen bin. Trotzdem muss man irgendwann an den Punkt kommen oder sollte man, wo man versteht, dass eben diese Ernährungsweise nicht gut für uns ist.
Und das ist alles machbar, das ist alles möglich. Dafür muss man natürlich aufgeklärt sein. Und wenn man dann bei sich angefangen hat, dann sucht man sich eben in der Schule Mitstreiter, Mitstreiterinnen und führt dann eben auch Gespräche mit Entscheidern. Das ist ganz wichtig. Man kann das alles nicht alleine. Man muss gucken, mit wem man sich da verbünden kann. Und natürlich muss man gucken, dass man an die Schulleitung geht, an die Lehrer, die die Hauptfächer in dem Bereich haben. Hat man Hauswirtschaftslehrer, muss man natürlich auch mit denen sprechen. Denn wieder so wird der Hauswirtschaftslehrer das Ganze nicht für gut befinden. Hat er kein Interesse, ist er nicht aufgeklärt, dann scheitert das Ganze schon in dem Moment. Deswegen ist es wichtig, dass wir erstmal die Entscheider und die entsprechenden Fachlehrer und Lehrerinnen bilden durch entsprechende Schulungen. Denn wir alle sind ja auf demselben Niveau. Wir haben alle dieses Wissen nicht genossen. Wir haben es nicht bekommen und wir haben massiven Nachholbedarf. Das gilt sowohl für die, ja, wie gesagt, Schulleiter, Lehrer, Hauswirtschaftslehrer, die man einfach mal zeigen kann. Wie man andere Lebensmittel zubereitet, wie man die verarbeitet. Und dass es genauso einfach ist, eine Linsenbolognese zu machen wie eine Hackfleischbolognese. Aber hat der entsprechende Lehrer oder Lehrerin das Hintergrundwissen nicht, wird dieser Mensch es auch nicht umsetzen. Ja, dann kann man auch natürlich zur Unterstützung vielleicht mal so einen Workshop machen, so einen Tagesworkshop zusammen mit entscheidenden Lehrern, Schulleitungen, auch vielleicht Schülern aus der Schülervertretungen oder Eltern aus der Elternvertretung, um einfach erstmal das Thema auf den Tisch zu bringen, sprichwörtlich. Ja, und dann muss man gucken, dass man wirklich jede passende Gelegenheit nutzt. So habe ich es gemacht. Ich bin an eine Gesamtschule gegangen hier in Köln und habe dort Naturwissenschafts- und Hauswirtschaft unterrichtet, um mir erstmal anzugucken, okay, wie sieht es denn aus? Was ist denn der aktuelle Status und wo sind die Probleme und was kann ich vermitteln? Und bei jeder Gelegenheit eben das Thema auf den Tisch zu bringen. Und wenn man sich das dann mal anschaut, dann kann man Ernährung wirklich in jedes Fach integrieren. In Gesellschaftslehre kann man sich die Situation von Menschen in Entwicklungsländern angucken, die Welthungerhilfe einladen. Man kann darüber diskutieren, wie der Zusammenhang von schlechtem Ernährungsverhalten und niedrigem sozioökonomischen Status ist, eben nicht nur in anderen Ländern, sondern auch hier. Man kann darüber sprechen, ob die Traditionen, die wir immer noch halten, ob wir die halten müssen oder ob wir nicht in einer stark verändernden Welt auch mal Platz machen sollten für neue Traditionen. Genauso können wir das in Ethik machen, die ganzen Themen wie Landflucht, Kinderarbeit, die Anbaumethoden. Wir können über Palmöl und Zucker und Kakao sprechen. Wir können über Gastarbeiter sprechen und das nicht nur, wie es den Menschen im Ausland geht, sondern auch direkt bei uns, wenn ich an den Tönnies-Skandal verweise. Wir können uns die Lebenssituation von Nutztieren angucken in der Massentierhaltung. Wir können darüber sprechen, ob es richtig ist, eine Spezies über eine andere zu stellen. Genauso können wir in der Religion hinterfragen, ob du sollst nicht töten, vielleicht eben doch auch für die Tiere gilt und ja, viele, viele andere Möglichkeiten, auf die ich jetzt nicht alle genau eingehen möchte aufgrund der Zeit. Aber auch natürlich Politik, ganz wichtig, Ernährungspolitik, Agrarpolitik, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Wirtschaft, welche Kosten entstehen, wenn wir so weitermachen wie bisher? Wo bauen wir unsere Lebensmittel an? Kann besprochen werden in der Geografie. Wir können über die vier Jahreszeiten und saisonalen, regionalen Anbau sprechen, über Stickstoffkreisläufe. Wir können in Deutsch ein Rezept besprechen. Wir können die Arbeitswerkzeuge und Küchengeräte benennen lernen. Wir können Lebensmittel benennen. Wir können dasselbe auch in Fremdsprachen nochmal tun. Denn ja, alles das, was die Hauswirtschaft nicht machen muss, haben wir eben mehr Zeit, um auch wirklich mit den Kindern zu kochen und das zu machen, was sie eigentlich brauchen. Das heißt, Ernährungslehre ist interdisziplinär und gehört in alle Fächer. Denn Ernährung ist die Grundlage unseres Lebens. Und das haben wir leider im Bildungssystem komplett übersehen. Ja, wir können in Kunst zum Beispiel, können wir Schneidebretter herstellen, wir können Messerhalter basteln, wir können Topflappen häkeln, wir können Tragetaschen aus alten T-Shirts machen, die wir unten zunähen und Schnüre dran machen, um unsere Lebensmittelverpackung zu sparen. Wir können Müll sammeln. Wir können im Sachunterricht Naturwissenschaft, Biologie, können wir, ja, wenn wir Pflanzen besprechen und wenn wir besprechen, wie Pflanzen wachsen, wie sie quellen und keimen, können wir lernen, wie wir aus Linsen selber Linsensprossen ziehen. Denn das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Es geht ganz einfach, ist wie Salat zu essen innerhalb von 5, 6 Tagen und es ist super einfach. Und ich kann nur sagen, ich habe das gemacht mit Kindern in einer Schule im sozialen Brennpunkt, wo es doch immer heißt, die würden sich gar nicht interessieren, aber die Kinder haben das gemacht. Von 26 Kindern haben 21 Kinder mit perfekt gezogenen Linsensprossen zur Schule. Und das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, wo es doch immer heißt, diese Kinder würden sich gar nicht interessieren. Ja, die können
eben auch über die Tierhaltung sprechen und mal thematisieren, ob denn es richtig ist, einen Unterschied zu machen zwischen einem Hausschwein, vielleicht einem sogar einem Teacup-Schwein, was wir als Haustier halten, einem Schwein, was in der Wildnis lebt, und einem Schwein, was in der Massentierhaltung lebt. Denn auch da haben die Kinder ganz interessante Gedanken und haben gesagt, naja, eigentlich unterscheiden sich diese Tiere doch nur in Rasse, Aussehen und Geburtsort. Und wenn man dann überlegt, dass man vielleicht sogar mit Kindern spricht, die ihr eigenes Heimatland aufgrund von Krieg oder Hungersnöten verlassen mussten, dann ist es doch fraglich, ob es richtig ist, mit den Tieren so umzugehen. Genauso kann man sich das Tierschutzgesetz angucken und mal schauen, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen. Und bespricht das Ganze mal. Es gibt ein tolles Buch, was ich empfehlen kann, vom Klett Verlag, also auch schultechnisch gut geeignet. Das wahre Leben der Bauernhoftiere, da kann man sich einfach mal alles anschauen, mit den Kindern zusammen, wie es den Tieren überhaupt geht in der Massentierhaltung, und kann das mit den Kindern ganz neutral besprechen. Man kann sie fragen, ob sie glauben, dass die Lebensansprüche der Tiere in der Massentierhaltung erfüllt werden und ob es denn sinnvoll ist, eben noch so weiterzumachen, wie wir es bisher getan haben. Man kann mit den Kindern auch einfach mal Zeichnungen anfertigen, indem man sich anguckt, wie leben die Tiere in der Massentierhaltung, wie ist es denn, was ist eine Milchkuh und was ist eine Fleischkuh, gibt es Legehühner, gibt es Fleischhühner und was ist überhaupt ein Milchkarussell? Denn all diese Dinge sind Dinge, die sind nun mal Teil unserer Lebenswelt, aber den meisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst, dass es sie gibt. Ja, was man auch machen kann, das habe ich mal ganz gerne gemacht, das ist mit den Tieren einen Brief zu schreiben. Stell dir vor, du könntest einen Brief schreiben an einen Bauern, der Tiere in der Massentierhaltung hält. Was würdest du ihm sagen wollen? Und den Kindern fällt sehr viel ein, und die Kinder sagen eben auch, dass wir alle doch dasselbe Blut haben und dass Familie wichtiger ist als Geld und dass wir damit aufhören sollten. Und dann kann man mit den Tieren, mit den Kindern mal gucken, wo sie überall tierische Produkte in ihrem Essen dann überhaupt drin haben. Denn auch da ist den meisten Kindern schon gar nicht mehr bewusst, was es überhaupt bedeutet und wo die tierischen Produkte alle enthalten sind. Denn mittlerweile sind die so artificial, die ganzen Produkte, dass da schon fast keinem mehr klar ist, was da drin ist. Und dann kann man die Kinder auch bitten, mal einen Brief an sich selber zu schreiben. Und auch da werden wir sehen, dass die Kinder sich selbst raten, wenn sie erwachsen sind, solche tierischen Produkte in dem Maß nicht mehr zu kaufen. Noch leider sind sie an ihre Eltern gebunden, und demnach es ist wieder ganz klar, dass wir da einfach ja, eine Vorbildfunktion darstellen müssen. Wir können über die Gesundheit sprechen, und die eigene Gesundheit. Das heißt, wir können überlegen, wie hängt denn der Konsum von tierischen Produkten mit unseren Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen. Wir können uns angucken, wie viel Zucker wir konsumieren, wo das überall drin ist. Wir können das berechnen, wir können das bemessen. Und wenn man dann mal mit so einer Klasse zusammen feststellt, dass der durchschnittliche Konsum bei hier in dem Fall 377 Gramm Zucker am Tag liegt, dann weiß man, man muss die Notbremse ziehen. Man kann darüber sprechen, wie Corona mit der Ernährung zusammenhängt. Und auch da kann man dann eben wieder gucken, ja, wie ist der Zusammenhang von meiner eigenen Ernährung, Übergewicht, Bluthochdruck, Herzinfarkt und all diesen ernährungsbedingten Erkrankungen und meiner eigenen Gesundheit. Und was sollte ich tun, um eben auch gegen diese Pandemie gewappnet zu sein? Man kann, ja, man kann sich die Lebensmittel nochmal im Genauen angucken. Man kann Workshops machen, indem man pflanzliche Lebensmittel bespricht, indem man die ganzen Hülsenfrüchte kennenlernt. Was ist das überhaupt? Erbsen, Bohnen, Linsen kennen die meisten ja schon gar nicht mehr. Vor 150 Jahren haben wir Menschen davon rund 20 Kilo im Jahr gegessen, mittlerweile ungefähr 500 Gramm. Man kann die pflanzliche Ernährungspyramide besprechen. Man kann den Kindern zeigen, dass es möglich ist, Kalzium aus Milch zu beziehen, aber auch aus kalziumhaltigem Mineralwasser. Man kann darauf verweisen, dass wir eben, wie ich schon gesagt hatte, Eiweiß aus Fleisch bekommen, aber auch aus Nüssen oder Linsen. Man kann sich die Lebensmittelverpackungen anschauen. Man kann mit den Kindern sich mal angucken, welche Tiere und Menschen überhaupt unter den ganzen Verpackungen leiden. Und dann kann man auch mal eine Müllsammelaktion machen, um einfach mal aus seiner eigenen Umgebung aufzuräumen und festzustellen, was es eigentlich bedeutet, wenn ich solche Produkte konsumiere und wenn ich sie vielleicht danach noch die deren Verpackung auf den Boden schmeiße. Man kann in einen Unverpacktladen gehen. Das sind auch alles Dinge, die die Kinder momentan machen können. Das sind tolle Hausaufgaben, die man mal im Online-Schooling machen kann, denn Lebensmittelgeschäfte und Unverpacktläden und all diese ganzen Sachen haben ja geöffnet. Man kann mit den Kindern ackern, gärtnern, und wenn man keinen Acker in der Schule hat oder keine Fläche oder auch kein Wissen, dann kann man sich die Gemüseakademie einbestellen. Die liefern auch Pflanzkisten für den Schulunterricht. Man kann mit Pflanzen kochen lernen, und das geht genauso gut wie mit den tierischen Produkten. Man muss nur wissen, wie, und da ist wiederum die Bildung der Lehrer und Lehrerinnen notwendig.
Man kann selber Brot backen, das geht auch im Hauswirtschaftsunterricht. Man kann, wenn man keine Küche hat oder keinen Hauswirtschaftsunterricht, kann man auch in eine Kochschule gehen und mit den Kindern da mal was machen oder wie gesagt, das als Homeschooling-Aufgabe aufgeben. So eine Linsen-Bolognese ist ganz einfach, kann man googeln, ist kein Aufwand und auch preistechnisch sogar unter dem Preis einer ganz normalen Bolognese mit tierischen Produkten. Ja, man kann jede Möglichkeit nutzen, ob es in dem Fall zum Beispiel der Weltumwelttag ist oder Tag der Tierrechte, um auch Stände aufzubauen, Infomaterial bereitzustellen und die Kinder selber mitarbeiten zu lassen. Solche Möglichkeiten gibt es. Und man kann auch Exkursionen auf den Lebenshof machen. Wenn man eine Projektwoche hat, ne, dann kann man einfach mal eine Woche machen, Ernährung, nachhaltige Ernährung. Da geht man Müll sammeln, da geht man auf den Lebenshof, eben nicht auf einen Bauernhof, wo Tiere getötet werden. Man zeigt den Kindern, wie solche Tiere leben, die gerettet wurden aus der Massentierhaltung. Alles das ist möglich. Deswegen ganz wichtig, ich komme jetzt auch zum Ende, ich nutze jede passende Gelegenheit und ganz, ganz wichtig, ich lasse mich nicht entmutigen, denn ich tue das Richtige und ich gestehe es mir auch ein, dass ich selber immer wieder zurückfallen kann. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und wir alle müssen das lernen. Es ist ein unglaublicher Wandel, den wir da vollziehen müssen, dass es nicht so leicht ist, alleine zu schaffen. Deswegen, das Ganze dauert Zeit, wir haben aber nicht genügend Zeit, demnach, ja, man kann sich informieren, man kann sich Material besorgen. Es gibt so viele tolle Sachen, Bücher, die einen aufklären über vegetarische und vegane Ernährung, über vegane Kinderernährung. Auch ein Buch, was ich mit rausgebracht habe oder wo ich mit Autorin bin, Schulen handeln in der Klimakrise. Da kann man sich Informationen holen. Man kann Material über alle möglichen Kanäle sich bereitstellen lassen, ob es die Albert-Schweitzer Stiftung ist, ob es Peter ist. Man muss das Material ja nicht selber rausgeben. Es gibt ganz viele tolle Sachen. Man kann es nutzen, um selber eigene Aufgabenblätter zu erstellen. Das ist hier eher für die Kleineren. Hier haben wir Sachen für die Älteren. Es gibt super tolle Flyer, die habe ich hier unten gezeigt, von Peter. Die sind wirklich richtig gut. Und wie gesagt, wenn ich die Peter-Flyer nicht nehmen will, dann schreibe ich es eben um. Aber es ist kurz und knapp. Und ganz wichtig, denn es ist einfach viel zu viel für einen allein. Ich hole mir qualifiziertes Fachpersonal an die Schule. Nichts ist schlimmer als gut gemeinte Kochversuche im Hauswirtschaftsunterricht, die dann missglücken oder nicht schmecken. Oder ein Mensa-Essen, was komplett gegen die Wand fährt. Die Tiere, die Kinder werden das einmal probieren, ablehnen und danach ist das Thema dann auch für immer erstmal wieder verbannt. Das schafft eben niemand alleine. Ich habe mich jetzt 3 Jahre damit befasst. Ich habe so viel gemacht. Ich habe meine ganze Zeit da investiert und ich kann einfach sagen, die Lehrer schaffen es nicht von allein, sondern es muss unterstützt werden. Demnach komme ich ja zum Resümee des Ganzen. Die Bildungseinrichtungen tragen eine große Verantwortung. Städte und Kommunen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Schulen unterstützt werden, innerhalb diesen Wandel überhaupt zu ermöglichen. Wir brauchen neue Traditionen. Wir brauchen qualifiziertes Fachpersonal an jeder Schule. Ich bin der Meinung, jede Schule bräuchte eigentlich einen ausgebildeten Menschen, eine Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungswissenschaftler mit pädagogischen Kenntnissen. Das heißt, wir brauchen ganz klar eine Reformierung der bisher vorhandenen Studiengänge, denn es kann nicht sein, dass auch die Ernährungswissenschaft noch immer in den 70er, 80er Jahren stecken geblieben ist, dass sich Menschen wie ich das Wissen eigenständig aneignen müssen, weil es immer noch nicht Teil der Studienordnung ist oder weil aufgrund der Einstellung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung das Thema immer noch zurückgehalten wird. Denn wir brauchen zeitgemäße Ernährungsbildung, wir brauchen zeitgemäßen Unterricht, wir brauchen zeitgemäße Studiengänge. Und ja, es sind so viele Menschen vorhanden, es gibt so viele ausgebildete, eigentlich fachkundige Menschen, aber sie haben immer noch das Wissen von vor 20, 30 Jahren und das kann einfach nicht sein. Deswegen ist es etwas, was ich auch aus politischer Sicht ganz klar fordere, was wir brauchen. Wir müssen das anpacken. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir unsere Aufgabe erfüllen, den Kindern eine wunderschöne Zukunft zu ermöglichen. Und in dem Fall möchte ich auch ganz gerne nochmal einem kleinen Menschen auf dieser Welt heute zum Geburtstag gratulieren. Denn dieser Mensch ist einer der großen Gründe, warum ich das hier mache. Das ist meine Nichte, die ist heute 12 Jahre alt geworden. Und es tut mir sehr leid, dass ich nicht da bin. Aber wie du siehst, ich habe eine sehr, sehr große Aufgabe und ich versuche für dich und alle anderen das Beste vorzubereiten. Vorbild zu sein und ich wünsche mir, dass ganz viele andere diesen Weg in Zukunft mit mir gemeinsam gehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch eine wunderschöne Veranstaltung.
Liebe Frau Meier, schalten Sie auf keinen Fall gleich weg. Erstmal riesengroßes Dankeschön an Sie. Ich glaube, Sie haben das in einer unglaublich empathischen Art und freundlichen und auch umfänglichen Art präsentiert. Insbesondere fand ich es schön, dass Sie halt Ihren eigenen Weg und auch Irrweg dargestellt haben, weil es ja doch ein großer Schritt ist, sich über seine Ernährung nochmal wirklich Gedanken zu machen und auch womöglich an der einen oder anderen Stellschraube etwas ändern zu können und zu wollen. Ein ganz großes Dankeschön auch mal an der Stelle. Nun gab es noch es gab noch ein paar Fragen aus von den Zuhörern. Und insofern würde ich da ganz gerne kurz noch drauf eingehen wollen. Und zwar bezüglich der Klimabilanz von Schweinefleisch, weil Sie vorhin Rindfleisch ansprachen. Können Sie da noch mal genaueres sagen? Also ich kann jetzt nicht genau den Wert sagen, wie die Klimabilanz von Schweinefleisch aussieht, aber ich würde da einfach noch mal, ich kann das gerne mal raussuchen. Ich habe ja morgen auch noch den Workshop, aber ich würde einfach noch mal gerne auf die Thematik des Veredelungsverlustes eingehen. Und egal, wie wir es rechnen, also wir geben einfach viel mehr Futter in die Tiere rein, als das, was wir hinten rausbekommen. Und egal, welches tierische Produkt wir uns schön rechnen möchten, letzten Endes ist die Klimabilanz immer schlecht im Vergleich zu einem adäquaten pflanzlichen Produkt. Und ich denke, da müssen wir ansetzen. Wir sollten aufhören, uns über einzelne Produkte Gedanken zu machen. Dafür haben wir nicht die Zeit. Und demnach verweise ich einfach nochmal auf den Veredelungsverlust. Ich soll Sie gerade noch mal zu den Folien zurückbitten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wenn Sie so lieb wären, Ihre Folien noch mal kurz zu zeigen. Wo soll ich denn hingehen? Gute Frage. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Ansonsten verweise ich nochmal auf diese letzte Folie. Wenn sich irgendjemand dafür interessiert, irgendjemand Universitäres, einen Lehrstuhl oder seitens der Politik, der meint, wir müssen dieses Thema angehen, dann kann man mich gerne kontaktieren, denn diese Studiengangreform, die ist auf jeden Fall notwendig. Gut, wunderbar. Aber eine Frage habe ich dann trotzdem noch, auch wenn wir knapp in der Zeit sind. Und ja, zwar gerne. Bezog sich die Frage auf den Anteil, also wie viel CO2-Äquivalent produziert die globale Massentierhaltung. Ob Sie da etwas wissen? Der Anteil der CO2-Äquivalent an der globalen Massentierhaltung. Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja 44% Anteil der tierischen Produkte am CO2. Jetzt müsste man, glaube ich, sich einfach nur ausrechnen, ich habe es gerade leider nicht im Kopf, alles wie viel gut. Prozent der Tiere in der Massentierhaltung leben, aber da es der Großteil ist, würde ich mal schätzen, ungefähr 40%. Aber das ist nur so ein Gefühl, weil doch fast die meisten Tiere eben in der Massentierhaltung leben. Es sind viel mehr, als wir uns denken. Auch da gleich noch anschließend eine Frage, und zwar, ob die Information stimme, dass in Deutschland 98% der Tiere, also der menschlichen Ernährung, dienen, in Massentierhaltung gehalten werden. Ja, das ist ungefähr das, was ich gerade so mir überlegt habe. Ich hatte jetzt einfach gerade mal so gerechnet, von diesen 44 auf die 40% gegangen. Das wäre ja dann bei einer 100%-Marke, wären wir da ungefähr bei 92%. Aber das kommt ungefähr hin. Also ich bin bei dem Wert jetzt nicht ganz sicher. Ich halte mich da immer bei genauen Zahlen zurück, weil ich sie nicht ganz genau aus dem Kopf weiß. Aber es ist einfach, der Großteil der Tiere lebt in der Massentierhaltung. Ansonsten könnten wir uns in dem Maße einfach gar nicht versorgen. Also es ist einfach nicht realistisch, dieses Bild, was wir uns machen und die Mengen, die wir konsumieren und was wir bräuchten. Und die Tiere, die wir uns vorstellen, die irgendwo wunderschön auf der Wiese leben, das passt nicht zusammen. Es ist einfach, es rechnet sich nicht gegen. Aber ob es jetzt genau 98% sind, kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht sagen. Ich kann das aber gerne nochmal nachschauen. Das ist sehr lieb. Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass Sie das, also vor allem Ihre Beispiele aus dem schulischen Alltag, die Möglichkeiten, die man hat, das haben Sie sehr schön dokumentiert. Und ich glaube, da lässt sich noch ganz viel machen. Da ist vor allem noch ziemlich viel Luft nach oben, nach meinem Empfinden. So viel Luft, wir haben noch gar nicht angefangen. Wir haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Wir haben noch gar nichts gemacht, weil wir so in unserer Schockstarre verharren. Und ich kann nur sagen, die Kinder sind nicht traumatisiert. Es tut den Kindern nichts, darüber zu
zu sprechen. Es sind wir, die es nicht wollen, die irgendwie das Gefühl haben, wir machen da was. Aber wenn ich mir angucke, was in der Welt passiert und wenn ich sehe, was doch alles andere so passiert, dann ist das etwas Einfaches, dass man den Kindern mal ein Bilderbuch zeigt, wo ein Inkubator ist, wo Küken drin sitzen. Und das ist überhaupt nicht schlimm gemacht. Und ich habe nicht erlebt, dass die abgeschreckt sind. Wie gesagt, ich denke einfach, wir Erwachsenen, wir sind da das Problem und wir müssen uns ändern und wir müssen den Kindern unbedingt ein Vorbild sein. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Ich soll von der Regie noch ein paar Informationen weiterleiten und zwar auf Stream 1 würde jetzt gleich die Keynote von Luisa Neubauer laufen. Das wäre vielleicht von Interesse. Und ansonsten verweise ich auf morgen und die Angebote, die ja durchaus an den heutigen Tag anknüpfen. Frau Meier hat es auch schon angekündigt. Insofern durchaus morgen wieder reinschauen. Ab 13:45 ist ein großes Welcome. Und ab 14 Uhr sind dann wieder die Veranstaltungen mit Vorträgen und Workshops. Das genau, ich werde morgen nochmal darauf eingehen, wie man sich dann jetzt nun ernähren kann. Wer Beispiele braucht, der kann ja morgen gerne um 18 Uhr wieder dazukommen. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend. Danke.